Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Play Professor Layton und die Maske der Wunder. Was passierte im letzten Part? Wir werden es gleich sehen. Was bisher geschah? So. Obwohl der Professor den Trick hinter dem Verschwindewunder erkannt hat, bleiben noch einige Fragen offen. Nachdem der Professor weitere Details über Henrys Investitionen erfahren hat, werden die Lidors erneut aufgesucht. Ja, genau dort befinden wir uns nämlich in Henrys Villa. Und jetzt wollen wir auch schon direkt zum Ziel zu Henry, der jetzt in seinem Arbeitszimmer auf uns wartet. Hallo Henry, bitte sprich mit uns. Layton, ach nein, ich sollte dich jetzt wohl mit Herr Professor anreden, oder? Was kann ich für euch tun? Henry, ich hätte ein paar Fragen zu den gestrigen Ereignissen. Ich habe der Polizei schon alles gesagt, sie ermitteln bereits. Das ist gut, aber wir stellen eigene Nachforschungen an. Wir haben einen exakten Nachbau des Vergnügungsparks gefunden, gleich hinter dem Original gelegen. Wie bitte? Der Tropfenturm wurde mit einem Drehboden versehen. So sind wir, ohne es zu merken, durch eine andere Tür hinausgegangen. Da es im Turm völlig dunkel war, war es nicht schwer, uns auszutricksen. Wir waren so darauf konzentriert, dem maskierten Gentleman hinterherzujagen, dass wir direkt in seine Falle tappten. Das ist schwer vorstellbar. Außerdem wird in dieser Stadt nichts ohne meine schriftliche Erlaubnis gebaut. Genau dazu wollte ich dich befragen. Wir haben gehört, dass du in letzter Zeit viel Geld in den Ausbau der Stadt investiert hast. Mich stört diese ganze Zeit dieser Fleck hier auf dem... Warte mal kurz, riech den so weg. Ja, der ist jetzt, glaube ich, weg. Es kommt mir etwas seltsam vor, dass du in so unsicheren Zeiten so viel Geld für Bauprojekte ausgibst. Wäre es nicht logischer, damit zu warten, bis der maskierte Gentleman gefasst und die Stadt wieder sicher ist? Bei allem Respekt, ich sehe keinen Grund, mich rechtfertigen zu müssen. Ich wollte schon Englisch sprechen. Montador befindet sich unter meiner Aufsicht und ich tue das, was ich für das Beste halte. Dessen bin ich mir bewusst, Henry. Ich wollte dein Urteilsvermögen auch nicht in Frage stellen. Aber für meine Ermittlungen benötige ich nun mal so viel Information wie nur irgend möglich. Also gut, ich will den Ermittlungen nicht im Wege stehen. Die meisten Angestellten der Stadt werden kooperieren, wenn ihr angebt, in meinem Auftrag zu handeln. Mehr kann ich nicht für euch tun. Und jetzt muss ich wieder an die Arbeit. Natürlich. Danke, Henry. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet, ihr könnt euch gerne in meiner Abwesenheit hier umsehen. Wenn ihr etwas Nützliches findet, könnt ihr es auch gerne mitnehmen. Auf Wiedersehen. Dann sehen wir uns mal um, oder? Vielleicht gibt es Aufzeichnungen über den Bau des zweiten Vergnügungsparks oder über den maskierten Gentleman. Amy hat recht. Nehmen wir das Zimmer gründlich unter die Lupe, wenn es schon ausdrücklich erlaubt ist. Wartet bitte, es gibt etwas Wichtiges, das wir berücksichtigen müssen. Henry verheimlicht uns etwas. Erst dachte ich, es hätte etwas mit dem maskierten Gentleman zu tun. Aber das war ein Trugschluss. Was meinen Sie denn, Professor? Das würde ich auch gerne wissen. Oh, Henry, bist du da? Oh, Gäste, sie kommen mir bekannt vor, aber... Kennen wir uns? Sind Sie etwa... Du liebe Güte, wir müssen uns dringend unterhalten. Wer sind Sie denn bitte? Sprich mit der alten Dame, steht jetzt gerade auch noch im Bildschirm. Wer bist du denn? Wer sind Sie denn? Vor allen Dingen, das ist ja eine ältere Dame wahrscheinlich. Professor Layton scheint Sie zu kennen. Herschel, meine ich. Herschel Layton, bist du das etwa? Ohne deine markante Haarpracht hätte ich dich fast nicht erkannt. Professor? Emmy, Luke... Das ist Lady Ascot, Randalls Mutter. Was? Oh, nett, Sie kennenzulernen, gnädige Frau. Wie geht es Ihnen, Lady Ascot? Lang ist's her, dass wir uns gesehen haben. Besuchen Sie gerade Henry und Angela? Nein, nein, es ist eine lange Geschichte. Ach, wo soll ich bloß anfangen? Nach Randalls Unfall setzten mein Mann und ich alles in Bewegung, um ihn zu finden. Wir haben Rettungskräfte angeheuert, um die Ruinen abzusuchen. Wir ließen sogar einen neuen Eingang graben. Ach, es hat ein Vermögen gekostet. Aber Randall haben sie trotzdem nicht gefunden? Nein. Als uns die Kosten über den Kopf wuchsen, verließen wir Stansbury und kamen hier mit Henry hierher. Ohne unseren geliebten Randall hätten wir es sowieso nicht mehr lange in unserem großen Haus ausgehalten. Als mein Mann dann starb, wusste ich nicht wohin. Also bot Henry mir an, bei ihm zu wohnen. Er nahm mich bei sich auf und beglich meine Schulden. Er wollte alles für Randalls Rückkehr vorbereiten. Seltsam. All das hat Henry mit keinem einzigen Wort erwähnt. Überrascht dich das? Henry war schon immer so. Er hängt so etwas nicht an die große Glocke.
Wenn er etwas für nicht für erwähnenswert hält, behält es lieber für sich. Das ist eben seine Art. Ja, das stimmt wohl. Aber Herschel, bitte sei gut zu ihm. Ich denke, Henry ist nie über Randalls Tod hinweggekommen. Er konnte das Geschehene einfach nicht akzeptieren. Ich verstehe. Dann werde ich versuchen, Henry so gut wie möglich aus den Ermittlungen herauszuhalten. Wenn der maskierte Gentleman wüsste, wie Henry wirklich ist, würde er all dies nicht tun. Ach, wenn Randall doch noch am Leben wäre, dann würde Henry helfen. Die beiden waren damals wie Brüder. Die Stadt gehört auch Randall. Ja, Randall würde sicher erst dann ruhen, wenn der maskierte Gentleman gefasst ist. Lady Ascot, sind Sie das? Angela. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht. Das macht doch nichts, Angela. Ist es nicht schon Zeit fürs Mittagessen? Ja, ich wollte sie nur holen, bevor das Essen kalt wird. Aber es war wirklich nicht meine Absicht, sie zu stören. Oh, nicht doch. Wir wollten sowieso gerade gehen. Schon? Henry kommt bald sicher wieder, sicher bald wieder. Wir haben erstmal nichts mehr mit ihm zu besprechen. Wir müssen weiter. Na gut, Herschel. Viel Glück. Ich hoffe, du findest die Maske der Ordnung bald, damit die Stadt gerettet werden kann. Ich werde mich bemühen. Okay, sehr interessant, mal Randalls Mutter kennenzulernen. Die haben wir damals in der Vergangenheit nicht gesehen in der alten Zeit. Da ist der gute Henry. Oh. Ihr geht schon? Ich wollte gerade einen Tee zubereiten. Ja, Verzeihung. Du weißt, ich würde eine gute Tasse Tee niemals ausschlagen, wenn es nicht absolut dringend wäre. Na gut. Wenn das hier durchgestanden ist, wird sicher noch Zeit für einen gemeinsamen Tee sein. Ich werde es mal hoffen. Ich bin gespannt, wie lange das Ganze noch dauern wird. Setze deine Nachforschungen fort. Die Frage ist nur, wo? Professor, was für eine dringende Angelegenheit ist das denn, von der Sie da sprachen? Haben wir neue Hinweise? Möglicherweise. Wissen Sie schon, wo der maskierte Gentleman als nächstes auftauchen wird? Wir müssen mit Bürgermeister Williams reden. Vielleicht kann er uns ein bestimmtes Detail bestätigen. Also gehen wir wieder zurück zum Rathaus? Erinnert ihr euch noch an den Trugschluss, den ich erwähnte? Darüber will ich mit dem Bürgermeister sprechen. Oh, alles klar. Mal wieder ins Rathaus. Sehr interessant, dass wir da mal wieder auftauchen. Da ist übrigens die gute Gloria. Die hat bestimmt wieder ein Rätsel für uns. Ich glaube, ich spreche sie mal an. Nee, hat sie nicht. Okay. War auch lange nicht mehr angesprochen. Na, Herschel, bleibst du noch etwas, nachdem diese ganze Angelegenheit durchgestanden ist? Ich fürchte leider, meine Studenten würden früher oder später meine Abwesenheit beanstanden. Ich darf nicht so viele Seminare ausfallen lassen. Oh, richtig. Du bist ja jetzt Professor, Herschel. Hast du es weitergebracht? Achtung, Entschuldigung. Entschuldigung, was das eben war. Vielleicht wundert sich jetzt einige, was das Geräusch war. Das war ich. Ich habe nämlich ein kleines bisschen Tinnitus, muss ich sagen. Eben hat mein Ohr gepiept. Deswegen muss ich einmal kurz etwas dafür machen. Das mache ich nur äußerst selten. Habe ich das erste Mal im Let's Play selbst gemacht. Und es piept immer noch. Ja, also Nase zu und ausatmen. Das geht, aber okay, jetzt hat's aufgehört. Gut, ich mach weiter. Nachdem Henry aufhörte, für die Ascots zu arbeiten, hat er die Archäologie und Norwell viel Zeit gewidmet. Wenn er nicht Montador gegründet hätte, wäre der Junge sicher ein berühmter Archäologe geworden. Ja, ich weiß noch, dass Henry damals Randall bei seiner Forschung oft zur Hand ging. Hand. Ich hatte Randall gelesen. Dieser maskierte Gentleman wusste über die Maske Bescheid. Er muss auch etwas mit Archäologie am Hut haben. Und dann kommen noch die ganzen Ermittler aus London dazu und plötzlich reden alle über nichts anderes mehr. Die Archäologie ist eben ein sehr faszinierendes Forschungsgebiet. Ja, auch mal ein sehr interessantes Gespräch geführt hier. So, ab ins Rathaus. Ich glaube, es geht hier in Richtung Norden. Ja, das sind wir schon. Das ist gut. Ab rein, ja. Nicht viel Zeit verschwenden. Hier sind wir richtig. Da ist auch der Gute. Und der hat ein Rätsel für uns. Hallo, Herr Professor. Na, wollen wir uns mit der Wahrheit forschen? Wollen Sie mit uns nach der Wahrheit forschen? Ja, und ich frage mich jetzt Folgendes. Was ist eigentlich das, was er da seitlich an den Nasen hat? Also an der Nase. Was er da seitlich... Na egal, ihr wisst, was ich meine. Gehört das zur Nase? Ist das eine Brille? Eine Brille ist wahrscheinlich nichts, sonst fehlt hier der Bezug zum Ohr. Und es hängt auch irgendwie an der Nase. Ich weiß nicht, was es ist. Und ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Nur um das mal deutlich zu machen. Bürgermeister Williams, wir benötigen Ihre Hilfe. Oha, wirklich? Meine Hilfe? Worum geht es denn? Ich würde gerne die Besitzurkunden der Grundstücke und Vermögenswerte von Henry Lidor einsehen. Huch, immer langsam mit den jungen Pferden, Layton. Solche Akten kann ich doch nicht so einfach herausgeben. Und was hat das überhaupt mit dem maskierten Gentleman zu tun? Henry Lidor hat uns seine Erlaubnis bereits erteilt. Glauben Sie mir, er könnte die ganze Stadt mitsamt all ihren Einwohnern retten.
Ach ja? Nun gut, wenn Henry sein Einverständnis gegeben hat, sollte ich nichts dagegen einzuwenden haben. Können Sie vorher dieses Rätsel für mich lösen? Es bereitet mir wirklich Kopfzerbrechen. Ja, mal so sagen, wieder ein Rätsel. Ich hoffe, wir schaffen das in diesem Part auch noch. Rätsel Nummer 118, Schachbrettschnitt Nummer 3. 50 Pikerat. Dies ist ein ungewöhnlich gestaltetes Schachbrett mit nur 6x6 Feldern. Du sollst es in 4 Teile gleicher Form und gleicher Größe aufteilen und diesmal müssen auf jedem Teil 2 weiße und 2 schwarze Bauern stehen. Ob es dir gelingt, zeichne die Schnittlinien auf dem Schachbrett ein. Beachte, dass eine Form gedreht, aber nicht gespiegelt werden darf. Okay, ich sehe es richtig. 4 Teile gleicher Größe, gleicher Form, 2 weiße und 2 schwarze Bauern auf einem Feld. Macht das Sinn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 schwarze. Okay, das wird also hinkommen. Wie könnte denn die Form aussehen? Man sieht auf jeden Fall hier, die dritte Reihe von oben gesehen, ist voller Bauern und die vierte ist komplett leer. Nur um das mal zu erwähnen. Eventuell könnte es ja wichtig sein. Was kann man aus einem 6x6 Feld so alles machen? Kurz den Bildschirm, glaube ich, ein bisschen besser machen. Das ist, glaube ich, schräg gewesen, kann das sein? Wenn ja, dann tut's mir leid. Ich kann es gerade echt schlecht einsehen. Sorry. Warte mal kurz, wie groß müssen die sein? 9 Felder dann. Okay, alle 9 Felder. 6x6 sind nämlich 36. Durch 4 wiederum geteilt sind es 9. Für diesen 9 Feldern müssen dann 2 schwarze und 2 weiße Bauern sein. Okay. Ich probiere mal was. Es wären 9 Felder, es wären 2 schwarze, 2 weiße. Kann man daraus das machen? Eigentlich geht das nicht. Es muss schon eine Form sein, die irgendwie Sinn macht. Aber vielleicht so ähnlich. Welche Form kann man denn da 4-mal einsetzen? Wollen wir vom Zentrum aus anfangen überall, oder? Hoppla. Vielleicht geht jetzt jeder einer nach hier. Ich überlege gerade. Das funktioniert ja nicht. Ich bin noch am Überlegen, was kann man da für eine schöne Form nehmen? Das sind dann 8 leider. Dann sind es 9. Und das geht ja nicht. Das funktioniert nicht. Das würde gehen. Okay. Das müsste dann anders gemacht werden, weil das hier dann 6 wären. Wie machen wir das denn am besten? Geht das so? Das geht nicht so. So eine Form nehmen. Gleiche Größe, gleich. Warte mal kurz. Darf man das jetzt noch spiegeln? Ach, ihr seht ja so gerade gar nichts. Ich bin ein Depp. Entschuldigung, ihr könnt ja so gerade gar nichts sehen. Es tut mir leid, ich habe vergessen, den Bildschirm zu wechseln. Scheiße. Ich bin auch ein Idiot. Ich probiere die ganze Zeit, macht das so, und ihr seht das gar nicht. Was ich jetzt probieren wollte hier. Warte, dass eine Form gedreht, aber nicht gespiegelt werden darf. Okay, das war mir wichtig jetzt. Das geht doch so auch nicht. Meine Lieben, ich muss wahrscheinlich gleich wieder den Part beenden, wie man es so kennt von mir. Kann man so eine Form nehmen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da fehlen sowieso noch 2. Meine Lieben, ich werde jetzt wahrscheinlich den Part beenden und dann, meine Lieben. Aber ich sehe schon, wie viel Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich werde den Part beenden. Dann habe ich hoffentlich schon die Lösung. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ich würde sagen, jetzt schon mal bis dann und auf Wiedersehen.